Hallo Leute, der Valrock wieder hier zurück mit Let's Play The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Das letzte Mal haben wir uns den Fanghaken Hilfe besorgt und jetzt müssen wir hier erstmal wieder rauskommen. Hey, sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Es könnte ein Hinweis sein, dass wir eine gewisse Melodie, die ich mir nach wie vor nicht merken kann, spielen müssen. Das war die Hymne der Zeit. Da. Okay. Aha. Funktioniert sofort. Ah, wir sind in der Mühle gelandet. Und da drüben ist ein Herzteilchen, das wir uns jetzt schnappen werden, wenn ich das Ding hier treffe. Und ein Herzteil. Wir haben vier Herzteile gesammelt. Ah ne, hast du vier Herzteile gesammelt? Nein, wir haben erst wieder eins. Dann bekommen wir ein neues Herz. Uiuiui. Was war denn das gerade? Da wollte mein Emulator gerade nicht so recht. Nur gut. Jetzt haben wir, was wir wollen. Den Brunnen hat es scheinbar im Moment doch noch nichts auf sich. Deshalb werde ich mich jetzt doch erstmal zum Waldtempel begeben. Und ja, diesen Weg erspare ich uns wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt schon mal hier Stopp gemacht, weil ich meine mich erinnern zu können, dass wir uns hier jetzt mit dem Enterhaken. Nein. Irgendwo hinziehen konnten. Nein. Ah ja. An die Brücke können wir uns ziehen. Sehr schön. Okay. Dann gehen wir doch den anderen Weg. Nein, mit euch befasse ich mich jetzt nicht. Euch haben wir ja schon gesehen beim letzten Mal. Dann wollen wir mal hier hoch. Und da hoch. Und du interessierst mich auch nicht. So, und hier wieder einfach der Musik folgen. Da lang. Da kämen wir wieder zu den Goronen. Hier längs, würde ich sagen. Da kämen wir zu den Zoras. Ach, dich kennen wir doch. Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen. Auch wenn sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Sadia versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Ja, müssen wir erst wieder unsere Identität beweisen. Das ist peinlich. Es ist mir echt peinlich, dass ich mir die Lieder nicht merken kann. Runter. Rechts. Okay. Da. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert er mich an jemanden. Jedes Mal müssen wir beweisen, wer wir sind.
Ja, ich bin irritiert. Bin ich denn jetzt gelandet? Ich höre eine Skulltula, aber ich sehe keine. Aber das soll uns jetzt auch nicht kümmern im Moment. Aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal den Waldtempel finden. Warte mal, von da sind wir gekommen, da gehen wir zurück. Und dann hier längs. Ach ja, genau, hier gab es dann das geradeaus. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, sehr schön. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig damit, dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Wenn sie uns schon so darauf hinweist, gibt es hier wohl... Hilfe! Ja, es gibt hier definitiv etwas, das mir ans Leder will. Ja, komme ich hier auch irgendwie... Lässt er mich auch hier mal wieder weg? Ja, dreh dich um. Dankeschön. Ach man. Komm, der zieht mir jetzt mal ein halbes Herzchen ab. Das ist nicht wenig. Ach, ich will doch noch gar nicht raus. Ja, diesmal warten wir. Und trinken einen Schluck Kaffee nebenbei. So, jetzt ist die Schock. Ah. Na, ich will doch immer nicht raus. Oh Mensch. Geh weg. Geh weg. Na komm. So, jetzt einfach nur schnell erstmal wieder hierher. Oh doch, er kommt bis hierher. Sehr nett. Ein Sprung. Okay, da ist nix. So hänge ich da gerade. Oh nein, das zieht uns nicht mein Herzchen ab. Wir müssten ihn wirklich nur von der Seite erwischen. Sonst ist er zu gut gepanzert. Oder so, das geht natürlich auch. Ein Rubin. Laufen durch. Hier auch wieder einer. Nein.
Aber da ist einer. Weg mit dir. Okay, und hier ist einfach nur schnell durch. Aber ich habe hier irgendwo eine Skulptur gehört, die will ich. Ja, sehr schön. Und der Fanghaken ersetzt auch irgendwo ein Stück weit uns den Bumerang, damit wir an entfernte Dinge herankommen. Nein, 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 nein. Ich will doch rüberhüpfen. So, der ist so ganz anders. Auch recht. Da ist ja auch so einer. Au. Ja. Okay, wir müssen immer seinen Schlägen ausweichen. Gut, dass wir eine Fee dabei haben. Okay, das Schild bringt uns nichts. Und der ist auch zu weit weg. Sag mal, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Hey. Was hat Navi uns zu sagen? Ich frage mich, was in Kurki gerade passiert. Auch im Saadia mache ich mir Sorgen. Ich erinnere mich, der ging eigentlich ganz einfach. So. Und vorbei sind wir an dir. So. Und jetzt benutze ich erstmal eine Fee, weil das Gepiepse nervt. Plopp. Gut, dass wir die zweite Fee mitgenommen haben. Da war der Emulator gerade mal auf 20 Frames runter. Warum auch immer. Ah, vielleicht sollte man nicht gleichzeitig rendern und aufnehmen. Da saß letztes Mal Saadia. Mit der Betonung auf saß und letztes Mal. Na, dich kennen wir doch. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Wir lernen ein neues Lied. Rauf links, rechts, links, rechts. Rauf links, rechts, links. Rauf links, rechts, links, rechts. Oh, das geht ja. Da, da, da. Sehr schön, jetzt haben wir endlich das erste Teleport-Lied, nenne ich es mal, gelernt, mit dem wir uns doch wesentlich schneller fortbewegen können. Balrog, wir werden uns wiedersehen.
Weg ist er. Gut, nachdem ich würde sagen, wir sind schon recht am Ende der Folge, dann zeige ich euch nochmal schnell, wie das mit dem Lied aussieht. Da-da-dam. Menuett des Waldes gespielt. Ja. Und wir fliegen weg. Und wir kommen gleich wieder. Da ist ja noch diese Plattform, gut, auf denen landet man dann immer. Gut, dann würde ich sagen, was ist für heute. Und das nächste Mal stürzen wir uns auf in den Waldtempel. Und bis dahin, ciao, ciao.